Hallo, liebe Gemeinde. Ich erzähle euch jetzt wieder was von der Kirchengemeinderatssitzung, die letzte Woche stattgefunden hat. Wie meistens haben wir begonnen mit einer Andacht. Es war die letzte Andacht zu der Reihe Geistlich leiten. Wir haben uns nochmal mit Zeitmanagement beschäftigt. Nach den Formalia ging es dann los mit dem Punkt Sonstiges. Es ging dabei um die Website. Da ist ein Team dabei, eine neue Website zu erstellen und vor allem nochmal zu aktualisieren, damit dann die in Zukunft benutzt werden kann. Es ging um ein Spikeball-Turnier. Spikeball findet im Gemeindezentrum Schömberg im Garten statt am 6. Juli. Herzliche Einladung dazu. Wenn ihr nicht wisst, was Spikeball ist, dann könnt ihr nachher den Link angucken. Außerdem ging es um das Bergfest, das letzten Samstag schon stattgefunden hat. Es ging dann weiter mit dem Punkt Kirchenwahl 2019. Wir sind immer noch auf der Suche nach Kirchengemeinderatsmitgliedern. Ein paar haben wir schon gefunden, die sich aufstellen lassen zur Wahl, und nach ein paar weiteren suchen wir noch. Es gab dann einen Zwischenbericht von der Erweiterung. Da wurden jetzt die ersten Pläne vorgelegt und die werden jetzt nochmal besprochen mit den zuständigen Leuten von der Landeskirche und auch mit einem externen Experten von der Vier Wände GmbH. Bei denen waren wir in Augsburg beim Bauseminar und die beraten uns und könnten eventuell auch später den Prozess weiter begleiten. Außerdem gab es dann noch einen Rückblick aufs Balinger Rock Festival, weil ja das letzte und 25. stattgefunden hat. Und da wurde nochmal berichtet über die Geschichte vom Balinger Rock Festival, was daraus alles erwachsen ist und was auch erreicht wurde. Es ging dann um die Projektstelle für Ehrenamtskoordination und Fundraising. Da gab es ein Gespräch mit dem Zuständigen von der Landeskirche für Fundraising und darüber wurde der Kirchengemeinderat informiert. Demnächst findet noch ein Treffen statt mit den Kirchengemeinderäten von Endingen und Täbingen, damit auch besprochen werden kann und überlegt werden kann, wie die Stelle für die Gesamtkirchengemeinde fruchtbar wird. Es gab dann noch einen Bericht aus der Steuerungsgruppe, die eben diesen Prozess zur Gesamtkirchengemeinde begleitet hat. Da gab es zum einen eben diesen Abschluss von der Steuerungsgruppe, weil der Antrag jetzt durch ist, und dann eben auch nochmal einen kleinen Rückblick. Es wurde noch kurz über die musikalische Begleitung in den Schömberger Gottesdiensten besprochen. Da haben wir jetzt seit ungefähr einem halben Jahr versucht, immer wieder Bands oder einzelne Musiker zu finden, die mit Gitarre oder Klavier eben begleiten. Die Phase ist jetzt erstmal zu Ende und dann wird in der nächsten KGR-Sitzung besprochen, wie es jetzt damit weitergeht. Ein weiteres Thema war dann noch der Konfirmationsunterricht. Da ging es vor allem um den Elternabend, der stattgefunden hat, und wir wurden darüber informiert, was da besprochen wurde. Die Konfirmation und auch der Konfirmationsunterricht wird ja jetzt ein bisschen anders sein, eben weil es die Gesamtkirchengemeinde gibt und weil dann eben die Gemeinden Endingen, Täbingen und Erzing-Schömberg zusammenarbeiten. Zum Schluss gab es noch einen nicht öffentlichen Teil und noch eine Gebetszeit. Ich hoffe, dass euch dieses Video hilft, euch zu informieren über das, was in der Gemeinde gerade so Thema ist. Ihr dürft auch gerne auf Leute zukommen vom Kirchengemeinderat, wenn ihr Näheres wissen wollt.